kahle Hose. Lass mir wieder durchlesen, was die hier können. Ach, das ist genau. extra Lage, ich habe ein Problem, der basht mich. Ich habe das Gefühl, die Sachen sind irgendwie nicht auf Feuer ausgelegt. Das macht nämlich viel mehr Schaden als ich als mein Nekromant. Tja. Vorsicht, der Ebber da. Ja, ja, den Ebber, den grill mal schnell. Der kann ja nichts, der rennt eher auf dich zu. Ja, weil ich jemals erste Schaden mache. Oh, ich habe außerdem wieder die Waffe gewechselt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Stirb! Stirb, Pikachu! Ich habe schon wieder eine Farbe gefunden. Ich finde dauernd noch Farben, echt, ey. Arsch. Attenraupen. Ich kann jetzt ja wieder eine neue Fähigkeit aussuchen. Will jemand einen vitalen Hammer? Du bist gerade angegriffen, das siehste. Ja, ja. Helft dir da mal. Das ist doch nett, erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Einfach weil ich kann. Genau. Ein Streiftreffer, das finde ich ja auch sehr süß. Jo. Der Scharfschütze ist auch wieder da. Nö. Das sind die, glaube ich, so schwere Rüstung. Ah, da seid ihr. Ja, ja. Soll gleich mal da oben den Wegpunkt sichern, falls ich drauf gehen sollte. Komm ich doch mit. Ja. Aber natürlich nicht ohne auf dem Weg da hoch das Kupfererz mitgenommen zu haben. Wo ist da Kupfer? Ach, du stehst direkt davor. Ich steh gar nicht mehr. Ich bin so fett. Ja, vor allem dein Punkt auf der Karte ist so fett, dass man einfach nichts mehr sieht. Oh, dein Punkt auf der Karte ist so fett. Ja, dein Punkt auf der Karte ist fett. Du bist fett. Weißt du doch gar nicht. Doch. Untote nähern sich vom Strand her. Okay, und dann können wir die auferstandenen Angreifer aufhalten, indem wir sie... Da hinten ist auch ein Reparaturset, da müssen wir erstmal unser Zeug reparieren. Was musst du reparieren? Ja, bei mir geht alles immer voll schnell kaputt. Das kommt, wenn du stirbst, du Blob. Nur wenn man stirbt? Ja. Ich bin aber noch gar nicht gestorben. Ja, scheinbar schon. Wo seid ihr jetzt hin? Runter. Ach, Richtung Quester. Ja, hier gibt's auch wieder diese geilen Ach, Samen. Ach, das ist ja kein Quest, das ist ein Event. Röstig. Oh, wie schnell das Level am Anfang geht, habe ich ganz vergessen. Das ist echt total geil, ja. Aber ich war halt auch ein bisschen überrascht. Für alle, die es nicht wissen, ich saß gestern bis 3:30 morgens dran, weil ich Löwenstein komplett fertig machen wollte. Aber da sind einfach so asoziale Vistas, das ist der Hammer. Tja. Deswegen gehe ich Löwenstein auch erst später an, wenn ich eine gescheite Leertaste zum Beispiel habe. Du weißt. So, ein bisschen lange Vergeltung geholt. So, ich glaube, ich muss jetzt hier nach dem Event erstmal ordentlich verkaufen gehen. Aber das Schöne ist, wir machen ja die Herzchen-Quest gleich mit. Wir sind erst bei Welle 6 von 9. Ja. Puh. Boah. Ist voll geil. So, aber die Herzenküste wäre schon mal erlödigt. Da hinten kommen sie angeflitzelt. Die flitzen? Rennen doch. Oh, ich muss mich erst mal kurz anders hinsetzen. Und da hat das Mikro runtergeweht. So, wieder da.
Nach dem Event muss ich erstmal das Fenster aufmachen. Das ist so warm. Woo, Event erfolgreich abgeschlossen. Hooray! Machen wir mal noch die. Die? Herzchen-Quest fertig. Ich hab die schon fertig. So quasi parallel mit dazu. Jetzt habe ich sie auch fertig. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen, gehe ich jetzt mal in meine persönliche Geschichte mit Ryan und ihr dürft ja gerne mitkommen. Ich hoffe, das passt auch für dich, Lwerscher, Herr Scharfschütze. Kann ich die Instanz betreten? Warte kurz. Kommt man da direkt mit oder muss ich mich dann auch da das reinporten? Das weiß ich nicht. Ich drück mal auf Ja, Instanz betreten. Willst du rein? In ja, die Instanz. Wo ich stehe, Alter. Da ist gerade verschwunden. Da seid ihr doch jetzt auch mit reingekommen, oder nicht? Nope, wir stehen noch hier. Interessant. Aber wir haben hier auch schön Sonne. Geh mal kurz zu dem Händler. Ja, aber jetzt müsst ihr ruhig sein. Psst, kommt Video. Ihr hier? Wie überraschend. Der Albtraumhof hat Brigitts Aussichtspunkt angegriffen. Ich untersuche die Sache. Und was treibt euch her? Ich habe Ockham gesucht, aber er ist nicht hier. Er hat eine besondere Rüstung für Berzelak geschmiedet. Vielleicht ist er deshalb so stark. Ich sehe Anzeichen eines Kampfes, aber kein Blut am Boden. Der Schmied wurde entführt, nicht getötet. Wer auch immer dieses Dorf angegriffen hat, muss Ockham erwischt haben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir können hier trotzdem etwas herausfinden. Schaut euch um. Man sieht ja nicht alles auf den ersten Blick. Sorgsam. Der Schmied könnte ein Tagebuch oder ein Kassenbuch geführt haben. Wir können jede Information gebrauchen. So, dann suche ich doch mal sorgsam nach dem Aufenthaltsort des Schmiedes. Aber erstmal den Kampfskalb. Extra Lager, wo wissen wir jetzt? In welche Richtung? Ich bin zum Händler. Braucht da hochgelaufen. Braucht jemand Bögen? Nö, ich von uns glaube ich nicht. So, wo könnte sich der Schmied versteckt haben? Ist da was auf der Map? Nö. Ja, bei dem Händler. Muss ja irgendwo hier in der Hütte sein, nicht? Ist eigentlich noch größer, weißt du, das größere Behälter? Tagebuch, lesen. Wo kannst du Tagebuch? Beschreibt die Verzauberung der grünen Rüstung und stellt fest, dass sie nur wirken, wenn alle Komponenten getragen werden. Das erzählen wir doch mal gleich. Also ich kann mir als Schneider bei dem Asura, den ich spiele, da habe ich mir schon einen mit 8 Plätzen machen können, so einen Jutebeutel. Okay, sollen wir mal der Skill-Challenge da hinten? Warte noch, bis der Ding wieder ist. Okay. Können wir mal gucken. Das, ja, dann spiele ich mir gerade noch meine letzte Fähigkeit mit. So, dann lese ich mal wieder was vor. Blaupausen für eine magische Rüstung. Nach den Notizen des Schmieds waren einzigartige Komponenten erforderlich und die Herstellung war kompliziert. Er war wirklich einmalig. Gut. Laut den Notizen trägt Berzelak die einzige Rüstung, die Ockham hergestellt hat. Gut. Noch mehr? Nö. Hier ist nicht mehr. Ah, ein Buch. Das Abrechnungsbuch der Schmiede. Das ist ein Auftrag für Großherzogin Faulein, die eine grüne Rüstung bestellt hat mit dem Vermerk Bezahlung ausstehend. Besprechen wir die Beweislage mit Kay. Ockhams Geschäftsbuch. Die Rüstung wurde bestellt von... bestellt von Faulein. Da steht, der Handel wurde nie abgeschlossen. Der Hof hat die Rüstung wohl lieber gestohlen, als den Schmied zu bezahlen. Wenn Faulein seine Rüstung bestellt hat, gehört Berzelak zum Albtraumhof. Er... Moment. Ich höre Schritte. Hört mal kurz so einen Schummlindwurm, dann krieg ich, glaube ich, meine 11. Tötung. Der elende Schmied will nur sein eigenes Werkzeug benutzen. Beeilt euch, sonst lässt uns die Herzogin die Haut runterpeitschen und sich einen Wintermantel draus machen. Beeilt euch, ihr Jammergestalten. Sammelt das Werkzeug ein und nichts wie weg hier. Hört ihr das? Da kommt jemand. Oh ja, und die töten wir jetzt. Hallo.